Hallo und herzlich willkommen. Ich werde euch zeigen, wie man den Elden Ring innerhalb der ersten 20 Minuten 144.000 Runen bekommt. Die Voraussetzung dafür ist, ihr braucht eine Waffe, die Blutungsschaden verursacht. Und der Samurai bzw. die Klasse des Samurais hat einen Katana, welcher Blutungsschaden verursacht. Deswegen könnt ihr ihn zum Beispiel wählen. Rastet an dieser Gnade, um Melina erscheinen zu lassen, um unser Pferd zu bekommen, und wir reiten weiter. Das Ziel, wir müssen einen goldenen Federtierfuß einsammeln, der uns 30% mehr Runen für 3 Minuten gibt. Den werden wir dann bei einem Drachen benutzen. Sammeln hier den goldenen Federtierfuß ein und reiten hier hinunter zur dritten Kirche von Marika. Von dort aus begeben wir uns zum Gebiet Kelet und reiten vor einen magischen Turm hin und rasten und ändern dann die Tageszeit, um den Boss erscheinen zu lassen. Ihr könnt hier noch die goldene Saat mitnehmen und wir aktivieren noch hier zur Sicherheit die Gnade, falls wir auf dem Weg zu unserem nächsten Gnade sterben sollten, denn hier befinden sich durchaus sehr starke Gegner, die uns one-shotten. Die Giftbienen, die jetzt gerade eben geplatzt sind, werden wir benutzen, um den Boss zu besiegen. Falls Melina erscheinen sollte und euch zur Tafelrunde bringt, portet euch dann wieder hier zurück hin. Es kann sein, dass ihr ein paar Versuche braucht. Ich habe 4 Versuche gebraucht. Und ja, ihr reitet, zieht die Aggro von dem Boss. Ihr könnt ihn einmal anhauen, anhitten, reitet dann hier den Hügel hoch und lasst die Giftminen platzen. Das Ziel, wir wollen den Boss vergiften. Und wir müssen ihn so hoch wie es nur geht hochlocken, damit er, wenn er resettet, auf einem Schlag den ganzen Giftschaden bekommt und sofort stirbt. Es kann sein, dass er sich frühzeitig resettet. Das wollen wir nämlich nicht. Wir locken ihn wieder an. Und reitet langsam, reitet ab und zu wieder hinunter wie ich. In ihn hinein, an ihm vorbei und lockt ihn langsam hinauf. Lauft dabei im Zickzack und ihr seht, reitet wieder zu ihm, wieder hoch, lasst die ganzen Minen platzen. Und dann geht ihr hier nach links und wartet, der Boss resettet und bekommt auf einem Schlag den ganzen Giftschaden und stirbt. Falls ihr hier die Aggro von den kleinen Viechern habt, reitet wieder zurück zur Gnade, ansonsten portet euch wieder zur Gnade. Springt hier hinauf, sammelt die Runen ein, die hier liegen und reitet weiter. Hier bei Festung Farov angekommen, rüstet ihr euren goldenen Federtierfuß aus und verhaut den Drachen. Den goldenen Fuß nicht zu früh benutzen, denn es dauert eine Weile, bis der Drache stirbt. Gegen Ende nutzt ihr ihn, er wirkt 3 Minuten und er gewährt euch 30% mehr Runen von besiegten Gegnern. Und damit haben wir den Drachen besiegt und haben 138.000 Runen. Wir benutzen noch die goldenen Runen, die wir eingesammelt haben. Und damit bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Like und ein Abo freuen. Euer Swarty, und ihr werdet jetzt sehen, innerhalb der ersten 20 Minuten.